Moin Leute, willkommen bei Kailas Spielezimmer und zu meiner, kann man sagen, neuen Rubrik, meine Meinung zu diesem und diesem Spiel. Ich werde euch erstmal am Anfang zeigen, so was das Spiel ein bisschen zu bieten hat, bevor ich dann auf den Rest eingehe, quasi eine random Mission spiele. Es wird keine Mission sein, die euch die Story spoilert. Und ja, weiter geht's. Wenn ihr euch fragt, warum hier komischerweise mein Avatar sitzt und nicht der gute alte Snake, das werdet ihr gleich erfahren. Also, liebe Leute, fangen wir an. Also, bevor ihr eine Mission startet, sitzt ihr erstmal in diesem Helikopter. Mit euren ausgewählten Begleiter, der bei mir der Hund ist, der D-Dog. Dann müsst ihr erstmal Start drücken und dann könnt ihr erstmal auswählen. Mission, Mava Base, wo ihr eure Belohnung abholen könnt von Soldaten, die ihr in fremde Missionen geschickt habt. Ihr könnt Waffen anpassen mit Farben, Schalldämpfer, wie man es kennt auch von Call of Duty zum Beispiel. Und hier in diesem wunderschönen Menü, das Entwicklung heißt, könnt ihr Waffen herstellen, Folterballons, also Ausrüstung, was ihr wollt. Hier seht ihr mal gerade das Zeug, was ihr jetzt gerade das Geld habt zum Entwickeln. Wie zum Beispiel Minen, Molotov-Cocktails, haufenweise Waffen. Hoffenweise Waffen abgesichert, schrumpfende dies und das. Dann geht's hier weiter mit Klamotten, wo ich mich freue, wenn ich genau dieses Kostüm freischalten kann. Aber leider ist mein Entwicklungslevel noch auf 37 und nicht auf 40. So, ihr könnt den Hubschrauber anpassen, dann könnt ihr eure Basis ausrüsten, wenn ihr das freigeschalten habt, mit Sachen, die ihr findet, bevor euch Leute, falls euch Spieler überfallen sollen, die es daran hindert oder das Leben schwerer macht, wenn sie euch überfallen. So, das war's eigentlich schon, wie gesagt, Entwicklung. Wer eigentlich Metal Gear Solid Peace Walker gespielt hat, weiß eigentlich schon, was die Entwicklung Sache ist. Es gibt in dem Spiel zwei große Areale. Einmal Afrika, das ist das schöne Gebiet hier, und einmal Afghanistan. Aber ich mag nicht Afghanistan nicht, es ist sehr bergig und man kommt nicht auf jeden Berg. So, starten wir erstmal eine Nebenoperation und dann erkläre ich euch, wie was hier funktioniert. Mit was wollen wir anfangen? Ach komm, schwere Infanterie, das geht schnell, das geht sauber. So, dann könnt ihr euch, wenn ihr ein bisschen ausgewählt habt, euch Landeplätze aussuchen. Die roten, die blinkt, das sind Basen, wo ich aber ein Luftradar zerstört habe. Das heißt quasi, dass der Helikopter da landen kann, falls euch wiederholen soll. So, und dann starten wir erstmal die Mission. Dann kommt ihr in das schöne Menü raus, wo ihr eure Ausrüstung halt auswählen könnt, was ihr nehmen wollt, blabiblub. Dann könnt ihr Begleiter nehmen. Die Walker, die Dog und Horse. Quiet kann ich zurzeit nicht mehr auswählen. Warum, sage ich nicht, hat was mit der Story zu tun. Und ihr könnt zum Beispiel eine andere Figur nehmen. Das ist der Avatar, den ich mir am Anfang erstellt habe. Dann könnt ihr Snake nehmen oder wie ich immer nehme, Flaming Buffalo. Die schaltet ihr nach dem Ende des ersten Kapitels frei. Ich nehme sie am meisten, weil sie halt bessere Kampfstatistik als Snake hat. Aber wir nehmen diesmal Snake mit. Und dann könnt ihr noch aussuchen, ja, was nehmt ihr für Tarnung mit? Nehmt ihr Quadrat? Also was ihr halt braucht. Ich finde die Tarnung ein bisschen sinnlos, weil sie nicht unbedingt das Spiel, ja, also einen grundtiefen Messer machen, von wiefern die euch Soldaten jetzt groß sehen. Ich habe das mit der Wüstentarnung gemerkt, aber dann könnt ihr die speziellen Anzüge wie Lichterjacke, die ihr am Anfang gesehen habt, den Parasitenanzug, der sehr cool aussieht und mit dem auch ein paar Spezialfähigkeiten habt. Dann habt ihr den Kampfanzug, wo ihr halt mehr aushaltet. Aber ich nehme meistens den Schleichanzug, weil die Gesundheit schneller regeneriert wird. Und noch das schöne Bandana, damit Snake aussieht wie in den anderen Teilen. Und dann starten wir erstmal durch. Ich habe das Spiel zum Beispiel, was heißt zum Beispiel, ich habe es gestern durchgespielt. Habe alle Hauptmissionen gemacht. Und bin jetzt quasi fertig, um jetzt halt meine Meinung zu diesem Spiel abzugeben. Die erste Mission, der Anfang, ist zum Beispiel sehr gut gemacht. Atmosphärisch sehr gut, stylistisch sehr gut. Eigentlich, da wurde alles gemacht und nach dieser Mission werdet ihr quasi in diese offene Welt hinausgelassen. Und in jeder Mission kommt jetzt mein Kritikpunkt, müsst ihr euch diese Sequenz angucken. Ihr seht eure Figur, die ihr genommen habt. Ein kurzer Überschwenker zum Helikopter. Und dann sitzt ihr drinnen, könnt euch umgucken, dann sitzt ihr draußen und müsst jedes Mal warten, bis der Helikopter gelandet ist. Das ist bei jeder Mission so. Und glaubt ihr, Leute, nach dem 20. Mal geht euch das
eigentlich so sehr auf den Sack. Aber mein Gott, es ist drinne. Es gibt schlimmere Sachen. So, ja. Wie mal geht's bei mir ein bisschen mal freie Schnauze, kein Skript erschienen. Ja. Werdet dann halt auf diese offene Welt losgelassen auf die zwei und könnt dann halt machen, was ihr wollt. Sprich, was man hier machen kann, was man will. Also ihr könnt Tiere betäuben und für euren Zoo in der Mother Base rauslassen. Also ihr habt ein Zoo, wenn ihr Tiere nimmt, ihr werdet halt in der Mother Base gelagert, sozusagen als Zoo. Ihr könnt halt hier frei rumlaufen, wie gesagt. Und das war's. Falls ihr die Musik hört, gerade ihr könnt euren Helikopter Musik geben, mit dem ihr, der in der landet, also angeflogen kommt. Was ich sehr cool finde, ihr könnt in dem Spiel Kassetten sammeln. Und mit diesen Kassetten, kann ich mal zeigen, habt ihr hier Menü. Das nennt sich Kassetten. Und ihr könnt Musik aus den 80ern finden, wie ihr zum Beispiel hier seht. Ich glaube, ich habe auch eigentlich schon alle gefunden. Es ist eine recht gute Menge. Es sind bekannte Lieder, die meisten kennen die Leute. Das sind so Evergreens. Aber die mache ich wegen GEMA-Schutzgründen nicht an. Und dann könnt ihr noch so eine spezielle Musik finden, wie ihr zum Beispiel seht, das Peace Walker Theme, Sense of Fathers or Quiet Theme. Und dann noch selbstgeschriebene Musik, die ihr halt freischalten könnt. Also mal lagern, dann könnt ihr während der Mission noch Kassetten hören, die nochmal die Story im Hintergrund nochmal erklären. Und die gelben sind halt Story sehr relevante Sachen. Wie zum Beispiel jetzt hier streng geheim. Lofond Rible, Kriegswirtschaft, geheime Auftrag zwischen Pass und Zero. Und ja, ich finde das toll, weil bei Kassetten sammeln so Sachen, die man sich anhören kann oder angucken, bin ich immer viel mehr drinne als immer irgendwelche Erfolge. Ich bin ja so eh so einer, der Erfolge nicht so gerade sehr wertschätzt. Die Grafik von Metal Gear Solid finde ich gut. Ich finde es jetzt nicht so atemberaubend, aber es ist gut, erfüllt seinen Job. Aber ich finde, man merkt so ein bisschen, es wurde auch, weil das Spiel kommt ja auch für die Last Gen raus, sprich Xbox 360 und PS3. Und da finde ich, da sieht man schon ab und zu ein paar Anleihen, aber sonst ist die Grafik eigentlich gut bis sehr gut und zaubert euch was für das Geld, was ihr bekommt. Steuerung finde ich das Spiel, steuerungstechnisch das Spiel sehr gut, griffig, es fühlt sich einfach super an, Big Boss lässt sich super steuern. Den einzigen Makel, den ich finde, wenn ihr euer Insascope benutzt, ihr müsst die Taste gedrückt halten und ab und zu komme ich von der Taste auch weg. Und wie ihr seht, mit dem Fernglas könnt ihr, wenn ihr es halt genug ausgerüstet habt, Gegner markieren und die ganzen Zeichen bedeuten, ihr sagt, ihr holt sie ja zur Basis und dort braucht ihr jetzt ihr größtes Entwicklungsteam und das auszurüsten und das, und damit die Basis immer besser wird und damit ihr mehr machen könnt. Deswegen seht ihr, gelb heißt eigentlich, dass sie in dem Teil die besten sind und die empfehle ich euch, müsst ihr einsammeln. Jeder Begleiter hat ja spezielle Eigenschaften. Didor kann zum Beispiel Gegner erschnüffeln auf 100 Metern, die auch dann permanent markiert sind. Der Deedwalker ist so ein kleiner Metal Gear, der schnell ist und der auch sehr viel Feuerkraft hat, mehr für die Rambos. Und Quiet kann... Sorry, ich bin ein bisschen erkältet. Und Quiet kann quasi, ihr könnt sagen, jo, gebt mal, untersucht da die Basis und dann könnt ihr sie in eine Scharfschützenposition hinstellen, wo sie dann ist und euch Rückung decken geben kann. Ihr könnt dann sagen, ey yo, knall mal den ab, ey yo, betäube den, geh mal hier, umkreis mal die Basis. Sie ist sehr hilfreich. Die Doc kann noch neben Basis erschnüffeln, auch bellen, um Gegner einzulocken. Oder wenn ihr die speziellen Anzüge gegeben habt, zum wie jetzt bei mir sagen, los kill den Gegner oder los betäube ihn. Der ist sehr hilfreich. Bei Quiet ist es so hilfreich zum Beispiel, dass man sagen kann, wenn sie Feuer gibt, dass die Gegner zum Beispiel nur auf sie gelenkt sind. Ich lenke jetzt zum Beispiel den Gegner ab, indem ich den Hund vorschicke. Aber er sollte sie eigentlich betäuben. Das sollte er immer machen. Storytechnisch gehe ich dem Spiel sehr kritisch gegenüber. Es gibt nicht mehr ganz so viele Cutscenes wie in den alten Teilen. Daran muss man sich sehr gewöhnen, wenn man... Oh nein, das habe ich auch noch nie gesehen, mein Hund ist zu verletzt. So, ja, der Hund wird mit diesem wunderschönen Ballon jetzt weggeschafft, jetzt muss ich erstmal auf eigene Faust, aber man kann ihn dann gleich wieder rufen, das ist jetzt nicht das Problem. So, jetzt sind die Gegner abgelenkt und achten nicht mehr auf mich, weil dieses...
diese weißen Schleier, die ihr habt, zeigen ja an, er hat euch gesehen, geht in Deckung, also wir haben euch bemerkt halt quasi. Ich will jetzt gar nicht auf das Gameplay jetzt gerade groß sein, eigentlich, ich versuche halt nur die Gegner hier zu betäuben, weil ich die brauche, weil die habe ich ja markiert. So, jetzt habe ich das geschafft, was ich wollte, er fällt um. So halt, die Begleiter sind halt sehr hilfreich und erleichtern auch euer Missionsgehalt. So, wie gesagt, die Storys sind sehr schwach. Also ich hatte die Meinung, da wo ich denke, als habe ich mich selbst geblendet, da wo ich denke, es fängt auf einmal an richtig das Spiel, da hat es irgendwie aufgehört. Es hat einfach aufgehört, wo ich richtig warm wurde. Es hat, ich will euch ja nicht spoilern, es hat ein paar Enden, es hat mehrere Enden. Aber ich finde nicht alle Enden unbedingt sehr gut gelöst, so wie ich das hier mache. Also ich war mit den Enden eigentlich eher unzufrieden. Weil es hat sich für mich angefühlt, so jetzt kommt es richtig in Schwung und dann auf einmal ist es zu Ende, wie ich gerade, weil ich mich doof angestellt habe. Deswegen machen wir es nochmal. Also ich bin gesagt, ich hatte gestern das Ende, dann hat mir erzählt, das war das Ende und ich war ziemlich frustriert drüber. Weil es für mich nicht so endet, wie eigentlich jedes Metal Gear, weil jedes Metal Gear endet ja pompös in irgendeiner Sache. Aber hier war es mehr so ein feuchter Furz halt quasi. Ja, feuchter Furz. Aber man muss dieses Spiel anders sehen wie andere Metal Gears. Man darf es nicht... Ja, man darf es nicht so sehen wie ein klassisches Metal Gear wie 1, 2 und 4 halt. Also es sitzt sehr viel auf Gameplay halt. Also dass ihr machen könnt, so wie ihr eine Mission machen könnt, wie ihr wollt. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch natürlich reinstürmen und sie alle abschießen. Nur das will ich nicht machen, weil ich die Leute hier brauche. Deswegen werde ich sagen, ich gucke, ob er es jetzt nochmal schafft. Also ich schicke ihn nochmal vor. Ich hoffe, er schafft es diesmal. Also quasi sagen, also er spielt sich komplett anders halt. Es war am Anfang für mich so ein bisschen Ungewöhnung, weil ich mich immer gefragt habe, jo, wann kommt die nächste Cutscene? Wann kommt jetzt eigentlich mal eine richtig fette, es gibt fette Cutscene, aber die passieren eher selten in dem Spiel. Also sind jetzt keine Dauerbrennerei jetzt wie bei Metal Gear 4, wo das Spiel 2 Stunden geht und die Cutscenes nehmen irgendwie von dem Spiel 4, 6 Stunden ein. So, wenn ihr am Anfang auch neue Begleiter habt, könnt ihr sie, desto mehr sie benutzt, desto mehr, das geht ja schon wieder los mit dem Mund, desto mehr, Sympathie haben sie für euch. Und Sympathie sagt zu den Figuren aus, dass sie dann irgendwann mehr machen können. Quiet könnt ihr dann irgendwann sagen, gibt mir Deckung oder Ziele auf den, also sie macht dann mehr dann für euch. Es gibt in dem Spiel, was ich lustig gut finde, so versteckte Cutscenes. Also die ihr finden müsst, wie zum Beispiel die Duschszene von Quiet oder das mit einer Figur, die was mit Ground Zeroes sehr stark zu tun hat, wo ich aber jetzt halt nicht Näheres sagen möchte dazu, weil Story driven ist. Und bei Metal Gear spoilert man nicht, das ist verboten. Das ist Schändung. So, jetzt haben wir so ein bisschen ja das Gameplay abgehakt und so ein bisschen, wie ich halt das Ende so fand oder halt meine Meinung über Cutscenes. Von Metal Gear muss man ja immer über Cutscenes reden. Jetzt meine Meinung ein bisschen zur KI. Sie ist, finde ich, so ein bisschen im Wechselbereich. Manche Gegner sehen euch aus, was weiß ich, viel Metern Entfernung und manche Dinge kannst du stellenweise vor 50 Meter vor der Nase rumtanzen und sie sehen dich überhaupt nicht. Das beste Beispiel ist auch mit D-Dog. Wenn ich jetzt nicht sagen würde, jo, betäub mal den, oder kill den, würden die Gegner gar nicht auf den Hund reagieren. Sie reagieren halt auf den Hund nicht. Und das finde ich schon ein bisschen schade. Gut, es ist gut fürs Balancing, sondern es ist sehr gut fürs Balancing halt, aber es fühlt sich dann schon ein bisschen weird an. Also ein bisschen komisch. Aber die Geschichte mit den Begleitern, finde ich, ist eine sehr gute Wahl. Ist mal was anderes und es hilft euch regelrecht und es macht Spaß.
Und wie ihr seht, Snake hat ja diesen Roboterarm. Mit dem Roboterarm könnt ihr auch verschiedene Funktionen machen. Also zum Beispiel habe ich hier das Solar, wenn ich halt auf den Boden kloppe, sehe ich, wo bestimmte Sachen sind und Gegner so ungefähr, wo sie gerade gestanden sind. Und das hat mir schon in der einen oder anderen Mission sehr geholfen. Sehr. Und man kann Missionen auch viele verschiedene halt Missionen lösen. Sprich, wie gesagt, ich gehe wie Rambo rein, bringe alles um oder ich bin halt der Sneaky-Experte und mache es so oder so. Aber was ich dem Spiel gut finde, ist halt, dass der Schwierigkeitsgrad ein bisschen erhoben ist, weil ich finde, dass die meisten Spiele von heute viel zu einfach sind. Sind zum Beispiel wie Call of Duty oder so. Und ja, wie gesagt. Und was man dem Spiel auch sehr zugute halten muss, es hat eine sehr hohe Spielzeit. Also ihr seid zumindest, wenn ihr Hauptmission plus Nebenmission kombiniert und alles, seid ihr bestimmt so 50, ich sag mal so 40 Stunden. So, ja, dann nennen wir die Runde 40 Stunden halt so beschäftigt. So, noch ein Kritikpunkt, den ich sagen muss, was mir nicht so gut gefallen hat, dass viele Hauptmissionen sich so ein bisschen anfühlen wie Nebenoperationen. Weil Nebenoperationen bestehen ja meistens darin, wie zum Beispiel gerade hier Infanterie halt töten oder wie ich halt alle einfach meine Basis schicken. Oder tötet die Person. Und das fühlt sich halt nicht so an, so wie eine richtige Story-Mission. Story-Missionen heißen für mich so Cutscene, was richtig mit Geschichte zu tun hat. Gibt davon ein bisschen zu wenig, aber es ist schon eine Mischung, wie wo man sagt, es nervt nicht, aber es ist schon okay so. Man kann es machen. Und den letzten Punkt, den ich jetzt noch anrechne, dass paar Figuren von den Metal Gear Solid 3 und auch von Metal Gear Solid, von den nächsten Metal Gear Solid handeln. Metal Gear Solid 5 spielt ja vor Metal Gear Solid 1 für die PS1 und vor dem allerersten Metal Gear von das PSX. Wenn man das weiß, dass es vorher ein anderes Metal Gear gab und das durchgespielt hat, versteht man das Ende von diesem Teil auch viel besser. Also macht dann auch ein bisschen mehr Sinn halt alles. Und meine Meinung grundsätzlich ist es, meine endgültige Meinung ist, es ist ein gutes Metal Gear, aber es ist nicht das Metal Gear, was ich mir erwartet hätte. Ich hätte mehr so lieber ein Stil von Metal Gear 3 das Metal Gear gewünscht, sprich so diese halt mit Cutscenes. Metal Gear besteht meistens ja nur aus Cutscenes. Das hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, aber die Cutscenes, die es gibt, sind sehr gut und es hat keine Kameraschnitte. Es fühlt sich mal an, als wenn du einen Kameramann hast. Und dadurch wirken die Cutscenes sehr dynamisch, dass es keine Schnitte gibt und sind sehr auch pompös in Szene gesetzt, wenn welche da sind. Aber mir hat zum Beispiel diese eine große emotionale Cutscene gefehlt. Es gab eine, für die habe ich mich ein bisschen sehr emotional gefühlt, aber nicht so wie zum Beispiel das Ende mit 3 mit Borsk halt. Und jetzt wirklich meine endgültige Meinung ist Metal Gear Solid 5. Metal Gear Fans und Action Fans und auch Schleich Fans greifen zu, aber sollten bedenken, man muss Metal Gear Solid 3 oder Peace Walker mindestens davor gespielt haben. Vor allem auch Peace Walker, weil es sehr viele Anspielungen darauf gibt und ich denke, jemand, der es nicht gespielt hat, denkt sich dann so, oh, was geht denn jetzt hier ab? Warum ist das so? Warum ist das so? Oder so. Also ich hoffe, also ich wieder meine Pre-Sprache. Also meine endgültige Meinung, wie gesagt, Action-Fans und Schleich-Fans schlagen zu. Alle anderen werden sagen, ja, das ist mir noch ein bisschen zu teuer, warten noch ein bisschen. Es gibt in der Version, also das Video entstanden ist, einen Multiplayer-Modus, halt wo er von anderen Spielern die Basis infiltrieren könnt und denen seine Soldaten klauen könnt und seine Einheiten und dann halt immer in die Basis mit rein müsst. Der endgültige Multi-versus-Multiplayer kommt am 6. Oktober, über den werde ich jedenfalls noch ein gesondertes Video machen. Und ich gebe dem Spiel 8 von 10 Keilern. Also dann Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Wie gesagt, gebt mir einen Daumen hoch oder ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Euer Keiler Spielezimmer. Ciao!